Hallo, hallo, hallo! Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder auf dem Dreamers Channel. Ja, wie ihr eigentlich schon lesen könnt, spielen wir heute Ratchet & Clank Nexus. Also, ja, jedenfalls in Europa heißt es Nexus. Oder in amerikanischer Version oder englischer Version heißt es Into the Nexus. Bei uns wurde es einfach abgekürzt, das Spiel heißt einfach Nexus. Die meisten würden fragen sich jetzt bestimmt, wo All for One bleibt. Ja, ich habe gestern noch so etwa 5-6 Mal probiert. Ja, ungefähr so. Und jedes Mal einfach immer bei der gleichen Stelle hat es ja, das Spiel abgeschmiert. Oder generell, ich konnte gar nichts mehr machen, auch bei der PlayStation nichts mehr. Also es hat nicht nur das Spiel abgeschmiert, sondern auch gerade meine PlayStation dazu. Und immer am gleichen Ort, immer wenn dieser Wegwurm kommt. Ja, wie es aussieht, kann ich jetzt All for One nicht durchspielen. Außer ich kaufe mir dann die All for One vielleicht irgendwann mal neu. Es könnte gut möglich sein, dass wegen der CD liegt. Ja, aber nichtsdestotrotz, All for One ist nicht gerade mein Lieblingsspiel von allen Spielen, wegen dem habe ich jetzt hier noch ein Auge zugedrückt. Also ich werde das irgendwann mal wiederholen. Ist jetzt zwar schade wegen dem Marathon. Ich dachte jetzt schön Step by Step durchgehen. Ja, jetzt macht es ja immer noch keinen Sinn. Nach All for One würde ja eigentlich Q-Force kommen. Ja. Und ich glaube, ich werde das vielleicht nach diesem Nexus anhängen, weil ich habe heute so keinen Bock auf Q-Force, weil Q-Force ist einfach an einem Punkt bleiben und es kommen Wellen. Und es ist auch mehr für Multiplayer ausgelegt, also wegen dem. Das sind jetzt die zwei Spiele, die jetzt ausgefallen sind. Die wären eh mehrheitlich für Multiplayer. Wegen dem würde ich die dann mal nachholen mit Kollegen oder ja, halt dann nochmal alleine durchspielen. Aber ja, wegen dem kommt heute Nexus, weil ich mir dachte, ich will ein normales Ratchet-Spiel spielen. Das ist zwar jetzt hier nicht ganz so normal. Ihr werdet sehen, wegen der Länge. Aber ich wollte von dem Setting, vom Spieldesign, wollte ich wie die alten Ratchets. Und ja, natürlich haben wir Nexus jetzt hier. Also, boah, das war jetzt mal ein Intro, voll die Erklärung für den Start. Ja, starten wir mal. Ich rede gar nicht mehr. Ah. Jetzt habt ihr zum Glück mein... Muss man über PSN anmelden? Egal. So. Leute, ich kann euch sagen, also als dann, ich habe ja jetzt jedes Mal zum Spiel was gesagt, wie es für mich damals war, als es rausgekommen ist. Und ja, als Crack in Time rausgekommen war, das war so richtig, wirklich die Spitze vom Berg. Und dann alles, was nach Crack in Time gekommen ist, war schlechter. Also muss nicht heißen extrem schlecht, aber es war schlechter als Crack in Time. Und All for One und Q-Force waren einfach ein richtiges Tal. Also wenn eben Crack in Time vorhin ein Riesenberg war, war All for One nicht gerade so super top angekommen bei den Leuten. Ja, natürlich, dass man zusammenspielen konnte, das war geil. Aber ja, sonst. Es war auch relativ kurz. Genauso wie Q-Force. Für Experten, die ihre Mützen verkehrt herumtragen und in Zeitlupe von explodierenden Gebäuden weggehen. Dieser Modus ist so hart, dass ein Blagschnaggelmonster bei seiner Erwähnung eine Träne ins Auge gestiegen sein soll.
Okay, dann machen wir das. Wir machen Legende. Das ist jetzt unser zweitletztes Spiel von dem Marathon. Nach diesem Spiel kommt dann noch ein super Spiel. Ich kann euch einfach sagen, als dieses Spiel rausgekommen ist, das war so ein Segen. Wieder so ein Lichtblick von dem Ratchet-Universum. Aber trotzdem, ja. Ja, ihr werdet sehen. Tja, du hattest recht. Wir haben beim Flug durch den Asteroidengürtel ein paar Teratropen erwischt. Was meinst du? Ratchet? Oh, sorry. Ich glaube, wir müssen nur den Ionenumwandler wieder anschließen. Okay, legen wir los. Danke, Mann. Empfange Holo-Nachricht von Apogee Taubin. Hey, Ratchet! Ich krieg keine Luft, kein Sauerstoff! Mein Leben läuft vor meinen Augen ab! Ich höre gar nicht zu. Ratchet, ich sterbe. Nein, tust du nicht. Na schön. Bei meiner ersten Show hast du noch gelacht. Ich fand das Ganze sehr humorvoll. Danke, Clank. Unsere Sensoren empfangen eine Art Riss im Energiefeld auf Deck 3. Alles okay? Ja, das war meine Schuld. Ich dachte, quer durch ein Asteroidenfeld geht's etwas schneller. Wir liefern die Gefangene in ungefähr 2 Stunden in der Vartax-Strafanstalt ab. Dann holt sie lieber sofort aus dem Kälteschlaf. Je schneller ihr sie den Vartax-Wachen übergebt, desto besser. Oh, du sorgst dich um uns. Vendra Brock ist anders als gewöhnliche Verbrecher. Sie ist kalt und herzlos. Sowas habe ich noch nie gesehen. Geht also bitte nicht ohne Crump und Zephyr zu ihr, okay? Wir gehen jetzt sofort zu ihnen. Ich habe alles unter Kontrolle, Tel. Kein Stress. So, wie ihr schon gesehen habt, Talvin ist eigentlich immer noch dabei. Ich glaube, Crump und Zephyr sind noch auf der Brücke. 10 Bolts, dass sie wieder schlafen. Ah, es ist so, als dieses Spiel rausgekommen ist, das war so Segen. Endlich wieder ein Spiel, wo man selber rumschauen kann. Oh. Ich glaube, bei Q-Force kann man auch selber herumschauen, aber All for One war so ekelhaft. Jedes Mal, wenn ich den rechten Analogstick angedrückt habe, oder einfach gedrückt habe, konnte man die Waffen auswählen und die sind natürlich der Omni-Blaster. Oh, nice! Es hat sogar ein neues Gewehr, weil Q-Force und All for One haben die gleichen Waffen. Einfach sozusagen. Weil dort verpasst man vollkommen nichts. So, schade haben sie einfach die Reihe nicht weitergemacht. Das ist das letzte Spiel von der Geschichte. Also, von der Geschichte der letzte Teil, der bis jetzt rausgekommen ist. Das nächste Spiel, das gekommen ist, also nach diesem Spiel, das war das Remake vom 1. Und das werden wir dann nach diesem Spiel sehr gut anspielen. Und das werde ich dann auch auf 100% machen. Das ganz, ganz Neue. Ja. Kann man nicht noch mehr? Also noch schwer? So. Ich glaube, ich habe die richtige... Ja, das ist meine Einstellung. Ah, es ist so schön. Vor allem, es hat so schöne Grafik. Auch eben, wenn man... Oder wo ich das Remastered gespielt habe, da kam auch sehr viel Freude auf. Aber schade, kann man irgendwie den Schraubenschlüssel nicht werfen. Aber mit L1? Was? Hörte, Klempner. Oh, Hallöchen. Wie ich höre, bringst du Vendra Brock ins Kitchen. Diese fiese Weltraumhexe hat es verdient.
Sagt er noch mehr? Ich habe hier einen kleinen Auftrag zwischen den Kloproblemen. Hier gibt's einiges zu reparieren. Okay, das ist jetzt interessant. Also kann man mit den Typen hier reden, sozusagen. So, wie es aussieht, wenn man 4 drückt in der Luft, geht man gleich runter. Okidoki. Wie kommt die hierher? Okay, es geht aber nicht so schnell kaputt wie im Kraken Teil. Wir sollten sie sanft aufnehmen. Ah, Kronk und Zephyr. Was ist los? Ist Takion zurück? Morgen, Kronk. Und hier ist einfach noch ein Robo. Ist irgendwas? Werden wir angegriffen? Hey, Zeph. Geträumt? Aufstehen, Leute. Lasst uns jetzt Vendra Prok wecken. Meinst du wirklich? Die Weltraumhexe macht mir... Kann man... Das wäre ja lustig, wenn man wieder... Hä, haben wir keinen? Wir haben nur das Helipack? Ja, aber okay, why not? Oh, sorry. Unser Job ist es, sie den Behörden zu übergeben. Jetzt komm schon! Fiese Hexe! All die Terachnoiden entführen! Die hilflosen Bürger verletzen! Herr Schatten! Also Into the Nexus war jetzt wirklich die bessere Idee zu spielen als Q-Force. Hätte ich mich nur aufgeregt. Warte mal kurz, während Kronk und ich Vendra wecken. Deaktiviere Kälteschlaf für Häftling 9971. Kronk, Vendra, bitte warten. Fehler. Energieschwankung festgestellt. Energieschwankung festgestellt. Was ist hier los? Das ist sie! Ich wusste, das ist eine blöde Idee! Ja, super. Seid ihr okay? Wo seid ihr, Jungs? Hier oben! Ich sehe euch. Durchhalten, Kronk. Zeph, bist du hier drin? Hier unten! Folge dem wohligen Klang meiner Stimme! Such eine Magnetfläche für die Schwerkraftstiefel. Schau mal nach rechts, Kleiner. Da müsste eine sein. Ja, ja. Ich sehe sie. Ah, L1. L1 und dann... Sicherheitstrakt nachschauen, ob Vendras Zelt. Auch die die Magnetfelder haben sie viel besser abgegradet. Eben, man kann jetzt so wie von Plattform zu Plattform hüpfen. Kann man das zerstören? Nö. Ah. Irgendwie klar. Wow! Hier spielen sie mehrheitlich mit der Gravitation. So, dann hier draufschlagen. Natürlich, alle Magnetfelder sind ja oberhalb. Wir müssen etwas mit diesen Hydraulikschlössern machen. Kein Problem für den Omniblaster. Moment. Hä? Ja, okay. Machen wir es halt so kaputt. Ah, rennen kann man nicht, aber Erfahrung... Wow! Ja, nicht loslassen! Ja, er hat losgelassen. Okay. Kleiner, alles okay? Würde das Raumschiff jetzt eigentlich nicht wegfliegen? Es fliegt ja in der Gegend herum, oder nicht? Seitwärts gehen wäre L1 gedrückt halten. Haben wir überlisten können. Schaffen wir das noch? Ja. Zum Glück. Haltet euch, Kleiner! Müssen wir hier machen? Auf über ein gesondertes System. Ich versuche sie zu hacken und auszuschalten.
verdammt. Gut gemacht. Okay, bereit machen für die nächste. Oh, come on. Für diese zwei jetzt. Wow. Wow. Ich dachte noch, ich würde keinen Schaden bekommen. Kann man die überhaupt abschießen? Ja, ja, das geht ja sogar. So. Hui! Dann hüpfen wir hier nach oben. Ah? Ah, okay. Kann man hier... Nein, man kann nicht drauf. Drauf gehen. Schade eigentlich. Oh, Nanotech. Hat sie oben noch was? Irgendwas versteckt? Selbst sie zapft das Lautsprechersystem an. Wie? Der Strom ist weg. Du hättest mich wirklich nicht wecken sollen. Oh, jetzt sogar ein Robo. Oh. Jetzt können wir Spaß haben, bevor du mich ins Gefängnis schickst. Jetzt haben wir unser Gegner. Also schon eigentlich fest. Aufzugenergie reaktiviert. Es geht abwärts. Aha! Ach so. Okay. Wow. Wow. Naja, da muss ich mir ein paar neue Arten ausdenken, dich zu erledigen. Ah, weil einfach keine Gravitation an ist oder Schwerkraft, können wir hier nur über die Magnetplattform. Wow. Sie lacht und sie sind schon längst tot. Sicherheitstrakt geöffnet. Bitte den Gefangenen. Ah, nicht mit uns! Ja, das erste Mal, dass oder im letzten Spiel ist ja Clank immer wieder gekommen und hat uns die Kills geklaut. Ah, du hast es geschafft. Komm doch rein. Wir brauchen die Batteriebots, um das Protonenfeld zu reaktivieren. Hörst du immer auf das, was dir dein kleiner Roboter sagt? Bleib, wie wir dich sehen können, Vendra. Uns interessiert nur das Produkt. Nein, umgekehrt eigentlich. Der Roboter hört auf uns. Nachdem, was du getan hast? Nein. Das war ja fast so einfach. Halt für ein bisschen Spaß. Also. Ah, come on. So, jetzt haben wir ihn. Und Fiek. Sicherheitsnetz reaktiviert. Okay. Macht kleiner. Krank und ich leiten die Energie zu einem externen Generator um. Es würde uns helfen, wenn du ihn aktivieren könntest. Er ist außerhalb des Schiffs durch die nächste Schleuse. Also irgendwie war das zu einfach. Wir sehen uns wieder. Was ist das denn? Hey, du hast einen Teil des Holoplans für die Rida 7 gefunden. Hm? Ist ein kleines Projekt von mir. Ich habe ihn zerstückelt, damit er nicht in die falschen Hände gelangt. Ah, vom Klempner. Ah, jetzt wissen wir, wer die Rida erfunden hat. Also, die Rida 7. Und in All for One war die Rida 6. Also gibt es bei Q-Force gar keine Rida. Aktiviere Hilfsgenerator. Ah, okay. Das kennen wir ja immer noch. Excelsior! Gute Arbeit, Kleiner! Schwerkraft wiederhergestellt! Nice. Dann haben wir, wenn schon, das wiederhergestellt. Ah, super. Kommt noch ein Raumschiff.
Gebietsreichweite zur Nebulox. Omni-Raketen abfeuern auf meinen Befehl. 3, 2, 1, Feuer. Ups, war der falsche. Ist ja klar. So, rein. Ah, die Schwerkraft ist aber immer noch. Okay. Wow, wir haben schon eine zweite Waffe bekommen. Geil. Schmelzgranatenhandschuh. Okay. Boom! Ja, ich würde sagen, wir machen als erstes den Omni-Blaster voll. Du, bring mich zu meinem Bruder. Der Rest von euch sorgt dafür, dass wir nicht verfolgt werden. Ihr habt die Lady gehört. Los geht's, wir werden dafür bezahlen. Sie entkommt uns. Warnung, Pyrogenbomben. Vor allem... Into the Nexus ist auch, was ich leider schade finde, ein relativ kurzes Spiel. So. Ja, wir weichen einfach aus. Boom. Boom. Ja, wir holen Muni. Kommt noch mehr? Als ob wir jetzt keine Muni bekommen haben. Ja, Muni für den Bombenhandschuh. Okay, zwei reichen für die Typen. Nice. Ah, hätte ich mir eigentlich denken können. Ah, yo. Ah, I need Muni. Ja, also. Verbrechen beugen wir uns nicht. Rock. Ja, und dann bekommt man 10 Muni. Ja. Oh, ich glaube, das explodiert, oder? Explodiert das? Kronk, nicht angreifen. Nö. Hörst du mich? Wir kommen zur Verstärkung. Ah, wir wollen doch keine Bomben. Macht der Typ. Wow. Wow, er ist schon down. Was ist denn hier? Hier war doch nichts, oder? Okay. Und warum genau? Wartet. Wir haben einmal Erfahrung bekommen und haben schon 20 Leben. Was? Das ist eigentlich not bad. Boom! Ey, wir bekommen nur die Schmelzgranaten. Kronk und Sepha brauchen. Achtung, hinter dir. So. So. Ah, und dann laufe ich genau in sein Projektil rein. Ja, also. Also. Nanotech ein! Das ist nicht fair! Boom! Doch. Ja, ich habe nur noch 3 Leben. Als ob das nicht fair ist. Ich habe keine Muni! Ja! Ja, was ist das? Wieso bekomme ich auch immer Muni für die Schmelzgranaten? Wer will die? Ja, nochmal.
Haben wir dafür volle... Nein, natürlich haben wir keine volle Muni. So. Level up wäre so... Ja, nice. Schon wieder einfach keine Muni bekommen. Das ist doch unglaublich. Wir wollen doch keine Muni für die scheiß Schmelzgranaten. Mann. Wer will die? Geh weg. Boom. Wow, schon wieder. Schon wieder Schmelzgranaten. Alter. Boom. Ja. Er hat mich mit dem Omni-Schlüssel erwischt. Eine Muni? Ja, zum Glück wusste ich die Schmelzgranate-Munition noch. Boom. Als ob. Er ist nur ein Beatstream. Geht weg. Ich hab einen Schraubenschlüssel. Au. Er wird am Kämpfen. Er hat mich mit dem Omni. Geht weg. Ja, als ob. So, jetzt muss ich nur noch den Blaster-Typen treffen. Ja, hier bin ich. Ah, come on. Nice. Jetzt kommt an sich noch. Wir haben Muni. Okay. Wir haben 2 Leben. Das sieht sehr gut aus. Ah, weg. Ja, du auch. Als ob hat er das überlebt. Oh Mann, warum haben wir so Munitionknappheit? Richtig übertrieben. Und dann müssen wir einfach hier anfangen, ja. Das wollen wir ja auch, oder? Okay, wir haben 30 Schüsse. Ich schieße jetzt als erstes mit den Handgranaten. Sicher ist sicher. Ah, Mann! So. Okay. Ich will ein Level up sehen, please. Okay, wir haben jetzt 30 Leben. So. Ich glaube, den Blaster Boy, also. Ja, nice, endlich. So. Ich glaube, Stärke wurde ein bisschen erhöht. Ja, wurde. Boom. Komm hier, so. Okay, bis jetzt sieht's gut aus. Auch mit dem Leben. Nice. Was Munition ausmacht. Und jetzt muss ich noch gegen diesen Typ kämpfen. Wow. Ja, not bad. Ist das... Warum bekommen wir 2 von diesen Munition? Ich begreife irgendwie das System gerade nicht. Hallo? Wir bekommen immer noch! Das ist doch ein Witz. Wir brauchen diese Muni. Seht ihr irgendwas? Das ist doch einfach schlechter Witz. Aus dem Weg. Boom. Boom. Ah, hier waren wir ja am Anfang sogar. Es hat immer noch kein Level abgegeben. Oh, komm. So. Hallo. Sechs Monate? Du lässt mich hier drin für 6 ganze Monate? Das war nicht gerade einfach. Ich musste Amtsträger wegen der Position des Schiffs bestechen, galaxieweite Verbrechen koordinieren, extra Schläger anheuern. Du bist der Schläger. Zumindest solltest du das sein. Das
ganze Universum hält dich für einen Helden. Aber weißt du, was du für mich bist? Ein Feigling. Jemand, der nicht den Mumm hat, nach seinem eigenen Volk zu suchen. Lass uns sofort hier raus, du elende Hexe! Gib mir den Detonator. Das sind doch nur ein paar alte Kampfbots. Ihn zu beseitigen ist noch ein bisschen... Ein bisschen was? Mach's gut, Ratchet. Hier draußen sind wir nicht sicher, wenn wir uns nicht beeilen. Ja, ist etwas leid. Gerade die besten zwei Charaktere sterben. Oh oh. Ah, dafür haben wir genug Muni. So. Warum hören wir überhaupt die Durchsage von diesen Typen? Okay, was ist genau... Also die reden ja ein bisschen durch. Was ist hier das blaue Licht? Oh, ein Typ! So. Ah, das ist ihr Schiff. Okay. Ja, wir können ja ohne Probleme hier von Plattform zu Plattform springen. Wir wurden als Ziel erfasst. Und das Schiff hat uns analysiert. Ja, und? So. Da muss sie sie. Ah ja, bestimmt. Und dann laufe ich wieder genau in die Projektile hier rein. Ah, dafür bekommt man wirklich jedes Mal Munition, wenn man hier Gegner erledigt. Oder manchmal. Von haben wir jedenfalls bekommen. So. Ah ja. Vielleicht kommt hier noch ein Gegner. Tatsächlich! Wow, was ist denn dort passiert? Lol, Alter. So. Ja, wir machen hier einen Speedrun durch, obwohl ich das Spiel, glaube ich, einmal durchgespielt habe. Ja, kein Problem. Hallo? Ist hier jemand? Hab ihn verfehlt. Moment, ich wende einfach. Er kann nirgends hin. Wartet, ich werde ihn rammen. Achtung, sie wollen uns rammen. Dankeschön! Sie sind so nett und denken an uns. Wir können einfach mitgehen, wie nett. Das war schon... Lol. Kommandant 8, wie ist der Status? Er ist erledigt, Sir. Wir haben ihn. Gut, ich sende Koordinaten zu Planeten Jerek. Wir haben was zu erledigen.
Bist du da drin? Ich komme nicht raus. Du kannst nicht ewig da drin bleiben. Doch, kann ich. Hätten wir sie bloß nicht allein auf die Zwillinge losgelassen. Ich hätte ihn zur Flucht raten sollen. Was geschehen ist, ist nun mal geschehen. Auf manche Dinge haben wir einfach keinen Einfluss. Möchtest du, dass ich es dir sage? Nein. Ich mach das. Ratchet, geht es dir gut? Deine Navi-Einheit sagt, du wirst im Zarkov-Sektor. Sie sind tot. Ich meine Kronk und Zephyr. Sie sind tot? Es tut mir so leid. Aber Clank und ich werden sie aufhalten, bevor sie noch jemandem wehtun. Hört auf mich. Komm zurück nach Meridian City. Tell. Bitte. Du und Clank. Ihr seid alles, was ich noch habe. Ich muss das wieder gut machen. Wir bleiben in Kontakt. So, der zweite Planet. Ein Dschungelplanet. Der Zarkov-Sektor wurde vor 20 Jahren aufgegeben. Kennt man ja. Eine Alpha-9-Klassifizierung. Was ist Alpha-9? Das bedeutet dort spukt. Der Präsident. Oh, dort spukt. Ah, okay. Die Map sieht jetzt so aus. Okidoki. Ja, okay, hier gibt es noch ein bisschen zu erkunden. Aber wie es aussieht, gibt es jetzt nur einen Weg, wo man durch kann. Stell dir vor, Vendra und Neftin wurden ebenfalls evakuiert. Irgendwie sind die Bolts riesig geworden. Nein. Ah, ich dachte, es wäre ein Gegner. Kommt bestimmt noch einer. Oh. Toll. Erbeben. Ja. Sicher? Es wurde noch kein einziges Erdbeben in Jerik verzeichnet. Ja. Um nochmal zu beweisen, dass es spukt, wollen sie einfach sagen. Nein! Clank? Ja. Hast du das gesehen? Ah, kann man eigentlich noch den Sprung machen? Ja, man kann... Ja, okay. Nice, man hatte einfach wieder diesen Sprung dabei. Geil. Raritanium! 3 Stück, wow! Nein, mit Rari... Kannst du deine Waffen auch... ist das wieder zurückgekommen? Das wäre so nice. Das wäre wirklich richtig nice, wenn das wieder Berg ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel überhaupt hier funktioniert. Also wenn das Spiel gut ist und kurz, dann mache ich es mit Herausforderungsmodus. So. So wie Crack in Time. Vielen Dank für die Hilfe. Hier, dieser Schwerkraftstrahler ist ein Zeichen meiner Wertschätzung. Pollux hat den Schwerkraftstrahler entwickelt, um sich auf dem Planeten bewegen zu können. Ich hier werde dir zeigen, wie man ihn benutzt. Ist etwas kompliziert für euch, Unzivilisierte. Feuere zuerst einen Schwerkraftschuss auf dieses Ziel. Nein! Hä? Wo? Von wo sind wir gekommen? Woher kommt plötzlich dieser Typ? Waren wir nicht ein... Wir waren hier hinten dran. What the fuck? Oh, scheiße. Kreis. Okay, L1 im Kreis. Schieß auf das Schwerkraftziel dort, um einen stimmt. Es gibt ja hier die Punkte. Schwerkraftstrom zur anderen Seite. Okay. Nice, danke schön. Um einen Schwerkraftstrom zu zerstören, musst du nur deinen Schwerkraftstrahler darauf abfangen. Gut gemacht. Siehst du? Selbst ein Organismus mit nur einem Hirn kann das. So dort oben voll dieses Werbeplakat.
Ja, eigentlich ist ja klar, wo man durch. Du hast einen Schwerkraftstrom erzeugt, aber der geht in die falsche Richtung. Immerhin erhalte ich erstklassige Daten zur Nutzbarkeit. Nochmal. Ui! Ah, hier laufen. Okay, okay. Jetzt macht's Sinn. Dann war das eigentlich nur just voll. Für dieses Gerät eigentlich. So, und hier hat's Gegner, wie es aussieht. Ja, die pulverisieren wir gerade. So. Gibt es überhaupt noch Werbespots? Wäre eigentlich noch lustig. Tell, es wimmelt von Halsabschneidern. Wozu haben die Patrouillen in so einem Spuksektor? Irgendetwas anderes geht hier vor. Ich besorge dir Unterstützung. Halt du mich auf dem Laufenden. Willkommen im Rommelnetz-Waffenladen. Der Laden für Munition und Aufrüstungen. Zeitrepulsor. Diese Temporalschrotflinte verwendet Quantenenergie, um ihre tödliche Munition noch größere Wirkung zu verleihen. Leicht erledigt. Albtraumkiste, dieses praktische Gerät ruft Geister und Kobolde aus einem Paralleluniversum. Perfekt, um Gegner abzuwehren oder als Fahrgemeinschaft durchzugehen. Hä? Aber man kann versuchen. Die Albtraumkiste, unsere Partyabteilung hat sie als Halloween-Scherz entwickelt, doch die Ghule griffen die Wissenschaftler an und hey, jetzt ist eine Waffe! Die macht ja gar nichts. Aha. Ah, sie erschreckt und lockt dann Gegner an. Also wenn man so schickt. Lol, what the f... So dumm. Warum? Ah, manchmal... Also manchmal die Waffen sind schon ein bisschen... Strange. Ja, kaufen wir den Zeitrepulsor. Haben wir wenn schon ein bisschen mehr Waffen. So, wie sieht's hier aus? Wähle diese Waffe aus, um sie aufzurüsten. Bei welcher? Kaufaufrüstung mit Hilfe von Raritanium. Ja. Ja. Benutze L, um die Aufrüstung unter dem Startpunkt zu markieren. Ja. Ja. Drücke X, um eine Aufrüstungskette zu beginnen. Ah. Ah. Okay, okay, okay. Was ist das? Tutorial-Waffe ist das jetzt. Ah, okay. Okay. Oh Gott, es sieht schon nach viel mehr Felder aus. Puh. Okay, hier wäre Feuer. Ah, es hat mehrere Mods drauf, oder? Kann das sein? Ja. Hier. Okay, kostet das alles eins? Ja, zum Glück. Ja, machen wir als erstes die untere Kette. Dann haben wir Munition schon mal. So. Jetzt haben wir kein Raritanium mehr, aber dafür Muni. Sein Blick. Okay. Muss ich mal nachschauen. Oh wow, wir haben 48. Das hat sie ja vollgebracht. Okay, es gibt jetzt zwei untersuchte Hals. Jetzt mal. Ist hier überhaupt der richtige? Ja, sonst kommen wir wieder zurück. Gehen wir als erstes dort durch. Leveln wir die Waffen ein bisschen auf. So, Boy. Ja. Kein Problem. Und wenn wir mal Munitionsknappheit haben, dann gehen wir einfach schon wieder zurück. Es kommen irgendwie keine Gegner, ja? Okay. Ich nehme jetzt mal hier
dass wir durchgehen müssen, so. Ah, ja, okay. Steht ja immer oben links, wo wir uns gerade befinden. Oh, schöne Aussicht. Oh, ein Flieger. Da war ja irgendwie klar. Also ich will ein Level up sehen. Au! So. Und boom. Dass sie nicht ein Geschütz gebraucht haben. Das kommt jetzt dann. Wollen wir wetten? Au! Ah, das ist ein Flieger. Was hat der Flieger gemacht? Wow, 50% mehr. Neue Waffenfunktion. Erhalte automatisch Action Star Status, indem du 2 Omni Blaster gleichzeitig abfeuerst. Suche einen Grummelnet Waffenhändler auf, um diese Waffe aufzunehmen. Oh, ich habe jetzt 2, was? Gehen die Waffen nur bis Level 3? Hä? Gehen die Waffen nur bis Level... Oh, jedes Mal platzt jemand in mein Zimmer. Sorry. So, weiter geht's. Vor allem gerade jetzt so eine... Ja, dann geht er ans Geschütz. Aber irgendwie komisch, man kann nur bis Level 3 machen. Hä? Ja, okay, dann können wir den Herausforderungsmodus ruhig starten. Ist hier ein Klacks? Hä, ich hätte jetzt gedacht, es wäre viel mehr. Dann ist sicher auch Maximum Level bei Omega oder Mega oder Super, keine Ahnung wie die Superwaffe heißt. Dann ist dort die Wahrscheinlichkeit, dass auf 6 geht, ist sehr hoch. Ah, und ich laufe noch rein, ist das... Hallo, ich will Muni. Ja, wenn... Das ist doch ein Witz. Also ehrlich, denn wenn man diese Kack-Granaten-Muni will, ja, ich habe auch auf Legende geschalten, ja, die Schwierigkeit ist wahrscheinlich vielleicht etwas zu hohe für die Waffen, die wir erst jetzt haben, aber es ist auch ein bisschen herausfordernd, sagen wir so. Als ob habe ich den jetzt nicht getroffen. Okay. Boom, in your face. Boom. Boom. Ah. Ja, als ob. Ich laufe auch jedes Mal in die Projektile rein. Down! Wir brauchen Leben! So! Als ob, jetzt kommt wieder dieser Typ. Ey! Weg! Einfach weg! Ja, als ob! Boom! Nice! Level 2! Ja, okay, wir müssen nur noch ein Level. Ah, okay. Aufrüstung ist freigeschalten. Ja, not bad. Also, ich nehme jetzt mal an, wir müssen hier drauf schießen, ja? Aber ich verstehe irgendwie gerade nicht, warum ist dort oben ein Punkt? Ist hier irgendwo was verbauen? Oder? Ah, doch. Ich glaube, ich habe jetzt sogar einen Punkt gefunden. So.
Ist das richtig? Ah! Ich glaube, ich habe den Goldball jetzt. Als ob. Hallo? Hey. Nice. Okay. Und wie heißt es jetzt? Goldbolt ist wieder der Goldbolt. Ah, mit diesen. Mit Goldbolts kann man. Hä, lol. Nice! Was ist dann hier unten? Wartet. Wartet das. Hallo! Mann! Ich will hier raus! Ah, hier ist einfach. Aber weiter durch kann man dort wahrscheinlich nicht. Nein. Okay, dann wäre das sogar der richtige Ort gewesen. Ah, Mann! Aber zum Glück habe ich noch den Goldbolt sozusagen gesehen. So. Hier durch. Und jetzt müssen wir uns noch wegen der Waffe erkundigen. So. Es heißt, es ist. Als ob. Als ob. Ja. Ja, wie soll man das? Gut. Es heißt, wir sind dafür hier. Da drüben, ein Laufmarsch! Nice, beide. Es hat sogar Iridium gegeben. Raritanium. Achtung, halt! Iridium. Leute, die bereit sind, in unsere Rekrutierungsarena abzudanken, anzudrängen. Falls ihr jemanden kennt, der nicht okay. Umatmen, soll er nach Krak kommen. Ah! So! Während dem Flug einfach zerstören. Beste Statue. So. Es hat irgendwie so viele Punkte hier. Das wird ganz einfach! Ach komm schon! Warum? Das können wir doch auch anders klären, Jungs. Ich wollte doch hier nur einen Spaziergang machen. Ah, weg. Ah, die brauchen ja zwei Schüsse. Ah, ihr seid voll lame. Okay. Ja, einfach ausweichen. Boom. Boom. Komm, Alter, komm schon. Hä? Als ob ich getroffen habe? Ein harter Kerl, ne? Vergeltung. Ja, okay. Ich geb's dazu. Pumpgun ist nicht gerade die beste Idee. Irgendjemand da draußen verprügelt meine Halsabschneider. Bist du das Ratchet? Wow. Nein. Du bist echt nicht klein zu kriegen. Wie gefällt dir unser alter Planet? Neff und ich sind hier aufgewachsen. Ich muss dir unbedingt zeigen, was wir daraus gemacht haben. Warum kann sie mit uns reden? Das ist unlogisch? Oder hat sie uns gehackt? Ja, okay, das könnte gut möglich sein. So, jetzt müssen wir zu diesen Typen dort hinten hin. Ah, warum nicht? Jungs! Wow! Ja, das sieht nicht gerade ganz so sicher aus. Boom! Oh mein Gott. Ja, wir haben den am Geschütz. Geh down! Hinter uns sind noch. Not bad! Ach, come on.
Jedes Mal kommen die Typen einfach. So. Hat sie sonst noch was? Ist hier hinten? Ist hier was? Wow, wow. Jungs, ihr habt wirklich kein Chill. Okay, sie haben wirklich kein Chill. Ich glaube, sie sind ein bisschen wütend. Als ob, habe ich jetzt keine Muni. Au. War's das? Ich hoffe jetzt mal. Wir haben einfach nie Muni. Ich hoffe, diese Probleme... Oh, oh komm. Ich hoffe, diese Probleme haben wir dann später auch nicht mehr so. Wollt noch mehr? Oh, okay. Ah, wegen dem sind wir hier durch. Okidoki. Boah, besser Ort ever. Ja, bist du ein arbeitsloser Halunke, Kanone, Verbrecher auf Bewährung und oder Taugenichts? Dann mach jetzt mit beim Halsabschneider Vernichtungsderby und verdiene einen Platz bei unseren verehrten Vollstreckern. Letztes Jahr noch klaute ich alten Damen das Kleingeld. Jetzt bin ich funktionales Mitglied einer dysfunktionalen Subgruppe. Danke, Vernichtungsderby. Als Kind habe ich kostenlos meine Klassenkameraden verprügelt. Jetzt habe ich das zu meinem Beruf gemacht. Und meine Mutter dachte, aus mir würde nie etwas werden. Danke, Vernichtungsderby. Vor dem Vernichtungsderby war ich der Geschäftsführer einer angesehenen Anlage- und Maklerfirma. Jetzt lauere ich hauptberuflich Unschuldigen auf, weil die Wirtschaft voller war. Vernichtungsderby, wo es keine Regeln gibt, keine Vorschriften. Nur ein simples Grundprinzip. Geh einfach nicht DR auf. Rauf. Neue Rekruten bekommen kostenlos eine Düsenpack-Aufrüstung. Jawohl, dieser sehr besondere Preis ist genau das Richtige, um deinen Roboterfreund in einen winzig kleinen Kapitän der Lüfte zu verwandeln. Und das gibt es nur hier, beim Halsabschneider Vernichtungsderby. Der Preis scheint ein Grommelet-Düsenpack zu sein. Das könnten wir noch brauchen. Sehen wir erstmal im Waisenhaus nach. Hä? Wir haben das schon im ersten Spiel gekauft. Beziehungsweise im zweiten und im dritten auch. Wieso müssen wir das jetzt im siebten Spiel wieder? Das macht so keinen Sinn. Ja. So. Ah! Ach so, okay. Das Feld wird einfach pro Level wird es immer größer. Okay, okay. Das ist eigentlich relativ nice. Okay, die Feuerrate ist jetzt ein bisschen höher. Wie viel haben... Ah, wir haben jetzt... Okay, machen wir hier noch. So, geheimnisvoller... Erhöht die Menge der aus... Was? Erhöht die Menge der aus Munitionskisten aufgesammelten Munition. Ah, super. Okay, das ist sehr gut. Also dann muss man einfach alle Mods und so jetzt mit Raritanium aufleveln. Okay. Oh. Wir sollten vielleicht ein bisschen Muni aufkaufen. So. Jetzt haben wir... Ja, wir haben beide Wege jetzt eigentlich erkundet. Dann gehen wir hier in die Höhle rein. Oh, nice, Kanalisation. Oh nein, was sind denn das jetzt? Gibt es eine kleine Seratoidenplage? Wir haben jetzt... Ich habe jetzt einfach das Raritanium schon bekommen. Ja. Ah, es hat jetzt einfach die Tür wieder zugemacht, okay. Ah ja, okay, man sieht's.
Die Jungs! Na? Ah, die hauen ab. So. Suchen wir nach Spuren von Pollux Ausrüstung. Wenn er sich mit Schwerkraftzielen durch die Ruinen bewegt hat, können wir vielleicht seine Position orten. So. Ah nein, es sollte eigentlich umgekehrt sein. Wegen dem ist auch hier die Plattform. Aber wir hätten wahrscheinlich ja als erstes den Schraubenschlüssel hier gebrauchen sollen. Vielleicht dauert es auch nur für kurze Zeit und man muss schnell gehen. Ja. Wie habe ich's gewusst? So, ja, aber es sollte kein Problem sein. Außer ich hüpfe wieder raus. So. Nice. Okay, Geister kommen hier. Oh, Riederplan. Jetzt sind nur noch 7 Stück und dann haben wir schon die Rieder. Du lebst ja, Klempner. Irgendwie der Schmuggler gibt es gar nicht mehr. Ich wollte den alten Nebulox-Tresor flicken, ne? Bumm! Da ging das Licht aus. Und als ich raus wollte, das war ich. Attacke! Boom! Kann mir nicht vielleicht helfen? Keine Sorge, wir kommen dir schnellstmöglich zur Hilfe. Ah, danke, kleiner. Boom! Oh. Ah, jetzt greift... Ah, weil ich beim Nest bin. Sorry, Leute. Oder sorry, Tiere. Das wollte ich nicht. Oh. Oh, ich hab wirklich das Nest gefunden. Aus dem Weg. Oh, come on. Nein, wir machen die Bomben jetzt. Boom. Und das. So. Au. 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 So. Gut. Ja, man merkt ein bisschen, dass es, ja, auf Schwierigkeit Legende ist. So, ah, wir müssen einmal noch drum herum. Wir sind ja schon fast am Ende. Hier war noch ein Weg. Oder ist das oben? Hä? Den haben wir aber voll verpasst. Ich gehe nochmal rein. Sorry, Leute. Es kommen ja keine Gegner mehr. Vor allem auch, wie die Reste vom Nest aussehen. Es leuchtet einfach nur. Also hier ist noch nicht. Nope. Ah, oh, wir müssen aber voll weit backtracken. Geht das überhaupt noch ganz? Okay, wir sind jetzt... Ah, okay. Hier ist ja der Ausgang. Also ist hier eigentlich auf der Seite. Also hier. Ah, hier geht's schon. Hä? Ist es unten durch? Von hier sind wir gekommen, oder? Ah nein, hier kommt man dann wieder raus. Ja, vielleicht geht's dann hier irgendwie weiter, keine Ahnung. Vielleicht verwehre ich mich jetzt auch gerade ein bisschen zu sehr. So. Dann machen wir hier das wieder. Ja, zum Glück ist dieses Rätsel ja nicht allzu schwierig. Oh nein, 25 Sekunden. Jetzt verkacke ich dann noch wirklich. Boy! Okay.
Aber ich kann ja eigentlich dieses Teil die ganze Zeit machen. Ui. Wie er hüpft. Er schaut eigentlich in voll... Wow, wow. Ja, das war ein bisschen knapp. Hundert mitnehmen. Go! Lauf, Ratchet, lauf! Oder spring. Schade, haben wir immer noch nicht den Kistenbrecher. Da, Halsabschneider-Transporter. Vielleicht führt er uns zu Pollux. Ui. Oder es kommen Gegner. Nice. Tell, Pollux Schwerkraftziele sind überall. Wir müssen ganz nah sein. Sei vorsichtig. Die zwei haben ihn vor 6 Monaten entführt. Wer weiß, was er für sie erbauen müssen. Ui. Wow. Es geht eigentlich immer automatisch. So. Wow. Beide sind gleich ausgeschaltet. Boah, das ist nicht dein Ernst. Ah, ich habe ja gar keine Muni mehr. Ups. Nice. Das war ein guter Schuss. Okay, ist... Ah, wir müssen dorthin, hä? Dann nehme ich mal an, so... Hier... Und der... Ah, nein. Lol. Dann müssen wir als erstes hier hin. So. Und dann... dem... hier hin. Genau. So. Ich glaube, das sollte reichen. Ah, jetzt hätten... Oder vielleicht dreht es ja das Teil hier um. Wir müssen ja hier kurbeln. So. Irgendwie die Plattform sieht gar nicht mehr ganz so. Was genau hat es jetzt gemacht? Ah, okay, es hat das gemacht. Ob das noch reicht? Ja, hat zum Glück noch gereicht. Nein, böse. Plötzlich kommt einfach dieser Typ. Ah, jetzt ist aber dead. Boom. Okay. Jetzt sogar Raritanium. Nice. Ah, wir sind hier. Auf dieser Fläche. Hat sie irgendwas noch versteckt? Nope, aber es hat Munition. Ah. Volle Munition. Aber leben können wir, glaube ich, gebrauchen. Ja. Kommen hier noch Gegner? Oder was kommt jetzt? Oh Gott. Was macht ihr denn hier? Wir sind hier, um dich zu retten. Was? Wir sind hier, um dich zu retten. Aber sag erst, woran du für die Zwillinge arbeitest. An gar nichts. Nur dieses kleine Projekt, das ich im Büro noch liegen hatte. Bestimmt nichts Illegales. Nur ein winziges, unbedeutendes, transdimensionales Portalgerät. Was für ein transdimensionales Portalgerät? Hey, Streber! Was ist denn auch bei dir los? Nur ein Treffen meines Buchclubs. Kommst du auch? Nein. Dann macht weiter. Na los, wir haben nicht viel Zeit. Das muss jetzt ganz schnell gehen. Ich bitte um Verzeihung, aber was muss schnell gehen? Was hast du mit ihm gemacht? Transdimensionales Software-Upgrade. Ich gebe dir gleich einen Crashkurs.
Der gesamte Planet ist voller Dimensionsspalten in eine Realität, die die Zwillinge Unterversum nennen. Deine verbesserte Taschenlampe ortet sie mit Hilfe von Strahlungsteilchen. Strahlungsteilchen? Ist das sicher? Keine Sorge, ich bin völlig sicher. Solange ich mich weit genug von deinem enorm radioaktiven Körper fernhalte. Okay. Also, Clank hat jetzt den Spaltknacker. So, Spalt betreten. Okay. Ah, stimmt. Glückwunsch, du hast eine neue Realität betreten. Diese Dimensionsspalten entstanden vor langer Zeit bei der Explosion der großen Ruhr. Durch sie kannst du von einer Realität. Ist eigentlich voll easy. Okay, genug erläutert. Testen wir deinen. Ein Unterling, eines der in dieser Realität heimisch. Ein Unterling. Ihn zurück zum Spalt zu führen. Ja, ein Unterling. Natürlich. Wer kennt ihn nicht? Er schläft. Geh rüber und verpasse ihn. Ah, wir müssen ihn schlagen. Aber wieso? Rein wissenschaftlich natürlich. Sehr gut. Führe den Unterling jetzt zum Spalt. Seine Energiesignatur wird ein riesiges Erdbeben. Wow. Unverwundbarer Roboter Alpha. Nice. Ah. Weil ich einfach keinen Schaden genommen habe, Leute. Wow! Diese Geister sind Unterlinge. Diese Antennen, die wir in der Stadt gesehen haben. Glaubst du, die haben etwas mit all dem also zu tun? Das sind Spaltpeilsender. Lenkers eigene Entwicklung. Ich habe sie im Waisenhaus gesehen. Sie haben. Wegen dem habe ich das vorhin gemerkt. Oder gedacht. So, dann hier, so, dann hier, das. Ja, wie es aussieht. Ah, ich sollte richtig timen, oder ich mache es einfach so. Ja. Jetzt hier durch und dann... Hier durch. Ah. Nein. Nein. Ah. Nein. Ah, ich will die Kiste dort durch. Ja. Endlich. So. 1000 Versuche später. Okay. Oh mein Gott, der Laser hat aufgehört. So, dann holen wir den aus seinem Winterschlaf raus. Ja. Müssen wir hier noch. Nein, jetzt wurden wir noch getroffen. Ah, das. Ja, wie soll ich das denn schaffen? Ah, das. Als ob. Wisst ihr was? Wenn das jetzt wirklich bei jedem Level so ist mit... Kann man das nochmal wiederholen? Das geht sogar. Ich versuche das sogar. Mit unverwundbar. Vor allem... So sollte es ja eigentlich relativ einfacher gehen. Als ob... Ich muss dann immer gegen diese Richtung drücken, okay. So geht's ein bisschen schneller. Hä? So. Nice. Ah, das kann man nicht überspringen. Sieht mal wieder schön, wie der Laser weggeht. Okidoki. Ah, okay. Boom. Ah,
Also, dann muss man nochmal hier durchgehen, dann hier. Ah, wir müssen fast gleich gehen wie die Kiste. Ja, nice, wir haben es geschafft, ohne dass er uns Schaden gemacht hat. Ich glaube, wir haben es. Nice! Okay, wir haben nochmal einen unverwundeter Robo. Gute Arbeit, Kumpel. Beta. Nice. Hier ist eine Kiste. Jetzt noch mehr Kisten. Wer hat eigentlich hier überall die gleichen Typen Kisten hingestellt? In dem ganzen Universum. Wer ist Herr der Kisten? So wie bei Diablo, wegen den Goblins haben sie auch in Diablo 3 Herr der Gier gemacht. Ah, okay. Ja, das kennen wir. Die Prunkzwillinge sind hinter dem Waisenhaus. Falls du überlebst, tu mir einen Gefallen. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Polaris Verteidigungstruppe, ich habe das Gerät nur zu Lehrzwecken erbaut. Zum Waisenhaus geht's da lang. Nice, jetzt haben wir es geschafft. Was meinst du, an was für einem Gerät Pollux für sie gearbeitet hat? Kein Schimmer. Sein Spaltknacker scheint ja nur bei Robotern zu funktionieren. Vielleicht hat er einen Weg gesucht, wie jeder reingelangen kann. Oder hinaus. Das hier? Waisenhaus. Lauter Schläger und Fieslinge. Dauernd ärgern sie Neff und mich und wenn ich es meinem Lehrer melde, bekomme ich Arrest. Aber ich habe einen neuen Freund. Ich nenne ihn Mr. I. Er lebt in den Höhlen, wo mein Bruder und ich gefunden wurden. Er ärgert mich nicht. Er sagt, er ist mein Freund. Und er sagt, er hat große Pläne für uns. Scheint eine Art Holo-Tagebuch zu sein. Ventra muss welche geführt haben, als sie hier residiert hat. Vielleicht finden wir ja noch mehr. Okay, und das bringt uns dann genau was? Okay, kaufen wir jetzt noch. Geschäfte. Ja, wir können den Doppel-Omni-Blaster können wir jetzt ein bisschen mehr aufleveln. So. Okay, für den hat es noch gereicht. So bekommen wir viel mehr Bolts. Nice. Okay, dann machen wir das mit den Bolts. Oh Gott, es geht immer so schnell weg. Die Schüsse deines Omni-Blasters schleudern Gegner in die Luft. Ja, not bad. Ja, das können wir gut gebrauchen. So. Ja, wir müssen wahrscheinlich hier nach oben. Ja? Oh! Die Waffe ist eigentlich so schlecht, ganz ehrlich. So, ich nehme jetzt mal an, hier kommt nichts Weiteres. Voll die komischen Geräusche hier. Ah, hier kommt ein Boss. Was? What? Woher kommt denn? Also. Warum genau? Ja, als ob. Irgendwie vergesse ich jedes Mal Munition einzukaufen. So. Nice. Okay, wir haben wieder Schmelz. Nein! Ja, er hat mich nicht mal getroffen. Das ist so nice. Danke, Spiel. Ah, come on. Ja, okay, ist jetzt wieder. Ja, der Blaster ist richtig stark gegen ihn. Nein! Haben wir jetzt gewonnen? Weil er wurde ja besiegt. Dann falle ich einfach noch runter.
War ja klar. Ah, Mann. So. Ah, fuck. Falsche Waffe. Ich wollte eigentlich hier diesen Blaster Pumpgun einsetzen. So. Aus dem Weg. Jetzt hat die dann schon wieder keine Muni. Ah, okay. So, jetzt sollte ich einfach aufpassen, wo ich hinlaufe. Ja, come on, get it. Get it on. Ja, die Waffe macht Schaden. Das steht schon mal fest. Auch die Bombe. Ja, setzen wir nochmal hier die Kobolde ein. Hä? Ah, ich hatte voll die falsche Waffe ausgerüstet. Macht die überhaupt Schaden? Vielleicht ein bisschen. Ah. Und jetzt ist er dead. Oder? Jetzt ist er dead. Wow. Und dann bewegen sich die. Hä, sind wir bei Willy Wonka gelandet? Ui! So dumm. Ah! Okay, ja. Ah, ich... So können wir nach oben gehen. So. Wie kommt man dort hinten hin? What? Na, okay, das muss ich mir dann noch. Ah, das ist doch manchmal so köstlich, meine Inkompetenz. Aber wirklich, wie kommt man dort hinten hin? Das würde mich eigentlich auch noch interessieren. Vielleicht dann von oben vom Gebäude ab. So, jetzt warte ich. Ah, die Ansicht ändert sich ja auch noch. Lol. Okay. Oh, yo. Go, go. Der Typ ist auch relativ happy. Ja, nach oben. So. Hallo. Ah, schon wieder so ein Tonband. Ja. Mr. Isaac, Ned kommt jetzt. Und ich sind besonders. Er sagt, wir kommen von einem anderen Ort. Ich wollte dorthin zurück, aber er meint, Neff und ich wären schon zu lange in dieser Welt, um dort zu überleben. Aber vielleicht können wir sie hierher bringen. Ich brauche Bücher, viele Bücher. Quantenmechanik, transdimensionale Wurmlöcher. Es könnte klappen. Klingt, als hätten die Porks irgendwie mit der Evakuierung des Sektors. Wow. What? Was ist gerade passiert? Ihr seid keine kleinen Kinder, nehme ich jetzt mal an. Weg! Okay. Sowieso, wie es aussieht. Oh, schon wieder ein Tonband. Das ging ja schnell. Die Spalten scheinen vor Äonen durch eine Art temporale Erschütterung entstanden zu sein. Hallo? Ist hier jemand? Ist die Reinigungskraft? Wir die Anomalien verstärken und Mr. Ei herbringen. Natürlich brauchen wir Platz zum Experimentieren. Neff sagt, er weiß, was wir mit ihnen machen. Nächstes Jahr um die Zeit können wir im gesamten Sektor experimentieren. Ein Schlurke aus Zeitkontinuum? Sie redet von der großen Uhr. Ah.
Ja, die große Uhr. Vorhin hat doch irgendwas rot geleuchtet. Also. Oh. Wow. Ah, geh doch weg. Warum? Wir sind doch kein Fressen für die. Wer will schon Lombax essen? Ah, come on. Sie greifen uns an, weil die Nester hier sind. Macht Sinn. Dass es immer noch kein Level Up hat. Traurig. Einfach nur traurig. Sogar nicht. Jetzt nicht. Ah, ey. Boom. In your face. Ich glaube, alles ist jetzt hier erledigt. Ah ja, okay. Das ist der Riesengrund. Was ist hier denn? Beste ja, Wandmalereien. Ah, hä? Was machst du denn hier? Das ist einfach hier so im Untergrund so ein Verkaufsstand. So. Oh, wieder ein Spalt. Okay, versuchen wir den nochmal zu bekommen ohne Schaden. Ja. Fast hätten wir Schaden bekommen. Ja. Wartet kurz. So. Oh Gott. Manchmal hilft nichts sagen. Nicht mal. Okay. Zieh durch. Ja, einfach nicht treffen lassen. Ganz wichtig. Ja, als ob. Ich bin vorhin so nah bei diesen violetten Teilen durchgeflogen und es hat nicht explodiert. Jetzt. Trotzdem. Oh fuck. Ausweichen. Wird natürlich auch immer schwieriger. So. Dann auf dieser Seite. Ja. Okay. Als ob. Und hier ist schon dieser Typ. Oh. Oh, sehr knapp. Ah, man könnte auch so. Nein. Nein. Genau am Schluss. Genau am Schluss. Oh, so ekelhaft. Gute Arbeit, Kumpel. Ah, okay, ich hab's bekommen. Ich wollte schon sagen, so, das ist jetzt ein Witz. Also ich habe ja Neustart gedrückt und es macht einfach weiter, weil es gerade so, ja, on the edge war von Mission beendet. Aber zum Glück haben wir es trotzdem bekommen, obwohl, dass wir eigentlich Schaden haben. Ist der bereit? Gekriegt. So. Die haben einen Dimensionator gebaut? Du musst dich auf denjenigen konzentrieren, den er finden soll. Mein Freund, ich habe auch Familienprobleme. Hab keine Angst, den Schmerz rauszulassen. Das ist aber viel Schmerz. Dimensionator! Finde die Unterlinge! Ja.
alle willkommen. Wir sind nah dran. Wir haben dich bald da raus. Sei doch nicht so. Wir sind doch schon so weit. Es hat lange gedauert, aber die Mauern zwischen unseren Welten werden tatsächlich jeden Tag dünner. Nein, niemand weiß vom Planeten Silox. Die Stadt ist seit Jahrzehnten verlassen, dafür haben wir gesorgt. Erledigt sie. Komm, wir müssen los. Oh. Oh nein. Oh, haben wir den schon erledigt? Ja, das haben wir auch mitbekommen. Oh, genau, müssen wir durch. Oh, Mann, also. Ah, wir müssen hier durch. Sie machen Kamikaze. Die Käfer hier. Also weg. Meine Unterstützung. Ja, oh nein, Quark ist hier. Nicht nötig. Kein Problem. Ja. Ich habe gerade nichts Wichtiges gemacht. Ich bin zurzeit unterwegs nach Sarkov und bringe euch euer Schiff. Ich programmiere die Navi-Einheit und melde mich, wenn ich da bin. Quark, Ende. Oh, er hat wirklich mal was Gutes geleistet. Oh, nice. Neue Aufrüstung erhältlich, ja, ist ja klar. So. Au. Einfach weg. Hört die? Ah, ich wollte schon sagen, sind die jetzt an den Wänden gewesen? So. Ah, okay, wir sind eh am Schluss. So, nice. Natürlich. Hat hier gerade jemand von einem Retter gesprochen? Nein, eigentlich. Jo. Ja, wir haben drüber gesprochen. Tut mir schrecklich leid, das mit Krunk und Zephyr. Sie waren wahre Helden. Danke, Quark. Ich... Lass es raus. Lass alles raus. Hab keine Angst zu weinen. So ein tapferer Lump. Okay. Jetzt reicht's. Die Zwillinge benutzen einen zweitklassigen Dimensionator. Wir müssen zusehen, dass der echte sicher ist. Keine Sorge. Er ist ausgestellt im sicheren Flügel des Intergalaktischen Geschichtsmuseums. Da kommt praktisch niemand rein. Wenn wir den hier zerstören, können die Proks keine weiteren Unterlinge mehr holen. Ratchet, wir müssen zum Planeten Silox. Ja, verbringen wir mehr Zeit in diesem Spuksektor mit seinen heimtückischen Weltraumdämonen. Entspann dich, Quark, da spukt es nicht. Aber wenn du magst, halt uns doch vom All aus den Rücken frei. Klasse Idee! Eine taktische Patrouille aus dem Kosmos! So, perfekt, wir haben unser Raumschiff wieder back. Bereit für eine Auf- ja, kaufen wir. Ah, machen wir noch ein bisschen Verbesserungen hier. Aufgerüstet. Ich würde sagen, wir machen mal hier. Ah, wir haben jetzt noch 4 Stück zur Verfügung. Können wir dafür leider nicht ganz voll machen hier. Aber ist jetzt schon fast voll. 77%, ja okay. Geht noch. So.
Ah, schade, es gibt halt leider wirklich nicht. Wow, bestes Menü, uhu. Fliege zum Planet Xelox, dort hat es zwei Riederkarten. Ja, gehen wir mal hier hin. Machen wir mal. Ist ja das oder der Planet mit dem Arena-Zeug, mit dem Halsabschneider-Kampf-Turnier. Ja. Vor allem irgendwie der Planet sieht sehr mehrheitlich aus Lava aus. Wow, besser Landeanflug. Okay. Dann ist dieser Ort einfach just voll the fight. Ah, gewinne den Bronzepokal. Es gibt wieder das gleiche Schema. Ah. Die neue Kollektion ist eingetroffen, Sir. Halsabschneiderrüstung. Robust, maschinenwaschbar. Maschinenwaschbar. Ja, nice. Okay, wir haben schon bessere Ausrüstung. Ja, jetzt. Winterisierer. Macht sich ja aus jedem Schneemann. Ja, den kämen wir. Das ist eine So, dann machen wir mal den Kampf hier. Was kommt hier? Einführende Tracht Prügel. Das Vernichtungsderby heißt dich mit drei Runden wütender Halsabschneider und waghalsiger Gefahren. Willkommen. Ja, yeah, nice. Ding, ding, ding. Boom. Ah, hier können wir ja unsere Waffen richtig gut ableveln. Finde ich ja mal sehr gut. Au. Boom. Hey, ich bekomme... ich setze noch die Bomben ein. Die müssen ja auch noch abgelevelt sein. Wow, nächste Runde. Boom. Wow, der hat ja voll gute Chance gehabt. Mehr als 100 Jahre. Ey, Typ. Ah, ich habe ihn nicht richtig getroffen. Jetzt hast du ein Problem. Ja, als ob. Ah, gut, wir haben wieder. Boom. Ist auch gut, dass man eigentlich fast gleich viel Erfahrungspunkte bekommt, wie man eigentlich auch sonst kämpfen würde. Weg. So. Ah, jetzt kommt erst die letzte Runde. Okay. Ding, ding, ding. Ah, komm on. Tracht. Prügel. Ah, fuck. Oh, oh. Ja, da bekomme ich von der Pumpgun 4 Schüsse. 8 sogar. So. Das wird ganz einfach. Oh, Double. Oh. Hä? Seit wann kommt die Fight? Boom. Au. Ernsthaft. Keine Überlebenden, Josie. Also die Steuerung ist einfach ein bisschen anders. Also ist besser wegen dem Seitwärtssalto. Es wurde um einiges besser gemacht. Aber irgendwie, es ist langsam wegen dem Laufen. Vielleicht gibt es auch irgendeinen Knopf, wo man ein bisschen schneller rennen kann. So, gemangelt. Teste deine kämpferischen Fähigkeiten und überlebe einen Kampf in der preisgekrönten Todesfalle
des Vernichtungsderbys, dem Mangler. Ah, der Mangler! Jetzt kenne ich. Als ob. Ja, okay, Mangler. Ah, wegen dem sind sie Jetpack. Ja, ist sie doch tricky. Ja, wir haben schon eine Runde. Ja, also. Okay. So. Okay, der war zufrieden. Vielleicht erinnert ihr euch an Ratchet. Vor kurzem hat er als ob geholfen, seine Freunde zu besiegen. Die triggern mich. Boom. Boom. Und ja, öffnen. Ah, aus dem Weg. Ja, wir haben. Nein. Ach, come on. Und dann fliegen sie auch immer weg. Alter. Ich will einfach nicht nur sterben. Nein. Nein. Okay, ich sollte hier aufhören. Es ist die zweite Herausforderung und ich habe schon Probleme. Ja, okay, mit dem haben wir keine Probleme. Außer ich stelle mich sehr, 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 sehr dumm an. Das kann auch gut möglich sein. So 90% von allen Fällen. Vor allem, es sind einfach alle Jetpack-Typen und sie hauen mehrheitlich ab. Ja, als ob. Ah, okay, man sieht, wenn er den Stoß macht. Ah, das Geräusch manchmal. So. Ja, ja, und da bekommt man einfach Munition, wo man nicht gebrauchen kann. Okay. Alter, die Geräusche. Gar nicht ekelhaft. Nein. Ein Sony-Roboter, der Ratchet als logischer Gegner dient. Bester Kommentar. In your face. Haben wir es jetzt. Dankeschön. Okay. Schädlingsbekämpfung. Noch 30 Sekunden. Wartet. Hier setzen wir aber wirklich das an. Lol. Okay, das war jetzt wirklich nice. Noch 10 Sekunden. Wow. Ja, sie machen mir ein bisschen Druck. Nein, ich hab's verkackt. Mann, ich hätte von Anfang an einfach die scheiß Waffe nehmen sollen. So. So, ich nehme einfach. Ja, warum gibt es immer die falsche Muni? Ich verstehe das Spiel einfach nicht. So, ja, du brauchst Muni für die Waffe. Nein, ich gebe dir eine andere. So, why? Warum macht man sowas? 5, 4, 3, 2, 1. Die Zeit schwindet. Wo? Es sind alle weg gewesen. Das macht doch keinen Sinn, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Als ob gehen die Nester bei einem Schuss nicht kaputt. Die. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, gut, ich wollte schon sagen, Alter.
Mann, bin ich schon fast salty geworden. Ja, wow. Und vor allem, wir haben für das 2 Raritanium bekommen. 2 Raritanium für so eine Mission. Flammenbotkampf. Bosskampf? Der Flammenbot! Oh! Dieser modifizierte Wandoloid besitzt Pyrogen-Flammenbot! Oh nein! Flammenbot! Ah, er macht das gleiche wie der andere Bot. Einfach ist er Flammentyp. Und jetzt bei der Holonet-Partner-Agentur. Er sucht jemanden, der 50 auf Wind. Der Studios mag und der willkürlich Dinge abfangen. So. Ich werfe ihm ein paar Bomben an. So, und dann. Ja, als ob kommt jetzt so ein Typ. Ein Kampf nach eurem Geschmack, Jungs. Die lassen wir gar nicht dazu kommen, dass sie uns angreifen können. Nein! Okay, ich muss nochmal mit. Boom! Ist die Pumpgun schon mal abgelevelt? Haben wir die ab. Wow, woher kommen die Schüsse hier? Also. Was war das? Ah. Ich glaube, ich sollte die hier mal abschießen. Höchst, sie kämpfen auch gegen ihn. Hä? Warum kämpfen die auch gegen den Typ? Ich dachte, die wären alle zusammen. Oh. Ja, er ist jetzt eh dann dead. Nice. Gut, wir haben das Düsenpack. Haben auch leicht Glück gehabt bei dem Ganzen hier. Nur ein bisschen. Not bad. Okay, dann machen wir den Silberpokal noch gerade dazu. Auf in den Himmel. Testet das Grummelnet Düsenpack, steige in den Himmel auf und fliege durch alle Ringe und besiege alle Halsabschneider. Eine Minute haben wir das dafür Zeit. Wenn gerade den Planeten Silox erwähnt, vielleicht sollten wir das und das. Ah, Elsa. Seht euch an! Ein Naturtalent! Er fliegt durch seinen ersten Ring! Wir müssen 12 Ringe durchfliegen? Er fliegt durch einen weiteren Ring! Hä, dass die noch nicht dead sind? Okay, ich lade nochmal auf. Ich hab doch die Waffe ausgerüstet. Warum wechselt die Waffe jedes Mal? Noch 30 Sekunden. Noch ein Ring. Nicht schlecht für einen Lobbach, was? Also ich bin jetzt einfach mal durchgeflogen. Ah, das reicht schon. Warum steht dann, man muss auch alle Gegner besiegen, wenn das gar nicht so der Fall ist? Dann muss man einfach durchfliegen. Okay, fürs nächste Mal. Ah, okay, der Mangler ist noch. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Und sie haben auch Aimbot, also wirklich. Ah, okay, der Mangler macht jetzt nicht mehr seine Elektroattacken. Dafür, ja. Na, ich laufe einfach die ganze Zeit rein. Und Alter, was ist denn heute los? Sie treffen mich einfach bei jedem Schuss. Also, vor allem auch das X, es ist irgendwie ein bisschen verspätet.
Jedes Mal, fast. Nein! Fast. Letzte Runde. Ah, die Geräusche. Nein! Haben wir es noch geschafft? Oh mein Gott, wie viel Leben hatten wir noch überhaupt? Das war richtig wenig. Oh Gott. Ja, wir hatten noch 3 Leben. Wie ein fliegender Lombax. Nutze dein neues Düsenpack für einen Luftangriff auf unsere Halsabschneider Elite-Team. Okay. So. Aber man muss 12 besiegen, ja? So. Irgendwie halten sie viel mehr aus als beim Bronzepokal. Also man hat schon den Unterschied gemerkt. So. So. Und jetzt haben wir noch unsere Pumpgun. Und das war's. Okay, das war ein Klacks. Null Stundenblitz. Kannst du diese vielen Runden von Gegner besiegen, bevor die Zeit abläuft? Oh nein, jedes Mal kommt sowas. Was glaubst du, wo du hingehst? So, also mit der Pumpgun sieht's eigentlich relativ gut aus. Okay, wir haben eine Runde haben wir schon abgeschlossen. Warum bekommt man auch immer diese Drecksmunition, wo man nicht braucht? Also wenn sowas einfach nicht wäre, dann hätten wir schon die Probleme gar nicht erst. Es gab es überhaupt gar nicht in den anderen Spielen. Ah, wir haben jetzt den Quantenrepulsor. Jedes Geschoss enthält Zoni-Energie, die jedes Opfer vorübergehend in ein Stasisfeld einsperrt. Ja, nice. Ja, wirklich gut. So, nächste Runde. Okay, noch 3 Runden haben wir vor uns. Boom. LOL. Okay, das ist geil. Okay, die Waffe ist wirklich gut. Gut geworden. Schade ist die Waffe auch noch nicht richtig abgelevelt. Ah. Nein. Oh Mann. Jetzt haben wir richtig viel Zeit verloren wegen den Bomben. Wo ist der? Gut. Ich glaube, wir haben es, oder? Ja. Nice. Jetzt haben wir noch den letzten Kampf vom Silberpokal. Warum muss man uns immer so anzeigen? Das bringt ja gar nichts. Fällt mir auch erst. Ah, ein Goldbold. Gargatonjäger. Die Halsabschneider haben 3 Sternsysteme nach dem fiesesten, hässlichsten Gargaton abgesucht. Und gegen den darfst du kämpfen.
Oh, nice! Oh, wie nett von diesen, diesen... Boah, ist der hässlich. Ja, die haben recht. Tollwütiges Gagaton. Ey, das ist doch übertrieben. Ja, und dann laufe ich noch rein. Ja, super. Was bekommen wir hier? Wow, wir haben wieder Munition bekommen von irgendwas, was wir noch nicht so gebrauchen können. Das war's. Oh nein, nicht mal. Nein, nein, dann hüpfe ich noch mal runter. Ist doch ein Witz. Ja, jetzt sind wir tot. Alter, was ist das für ein Scheiß? Vor allem, wir schießen ihn ein bisschen ab, dann kommen die anderen Typen. Oh, komm, kann man das nicht überspringen? Dieser Heslon. So, schalte am besten einfach diesen Typen auch gleich aus. Es spawnen einfach die ganze Zeit neue. Das ist doch übertrieben. Aber das ist jetzt wirklich übertrieben. Vor allem, ich ziele gegen die Halsabschneider-Typen und es schießt gegen den Fettsack. Als ob kommen jetzt wieder neue. Als ob. Wie viele wollen hier kommen? Das ist doch unmenschlich. Wie sollte man das schaffen? Wie sollte das gehen, ey? Dann kommen unendlich von diesen scheiß Halsabschneidern. Yo, also da brauchen wir wirklich bessere Waffen. Sagen wir es mal so. Ja, ganz bestimmt. Ja, wir haben schon keine Muni. Ey, wie viele von diesen hier sind? Ah, nein. Jedes Mal. Es ist so nicht ein geiler Battle. Es ist ja nicht gegen ihn alleine, es ist mehrheitlich auch gegen die Halsabschneider, aber das ist unfair. Egal. Wir haben ja die Schwierigkeit eingestellt wegen dem. Ich darf mich nicht beschweren. Au! Meine Fresse, vor allem, wir haben zu wenig Leben. Ganz ehrlich, wir haben einfach zu wenig Leben. Ich probiere das jetzt noch ein paar Mal. Ja, ich bekomme schon das Kotzen langsam. Ja, das ist doch so ein Witz. Und sie haben noch Aimbot dann dazu. Mein Gott. Nein, schon wieder zu viele. Und keine Muni. Jedenfalls keine richtige. Okay, wir haben es bekommen. Bisschen. Ja, wir werden immer zurückgehalten. Ja, als ob. Das ist doch manchmal so unglaublich unfair. Unglaublich unfair, wieder bester Satz. Gib mir Muni. Nein, jetzt natürlich. Yeah.
Alter, wir sind so nah bei diesem Heslon. Und Redfern ist am Boden. Ja, bestimmt. Bestimmt. Habt ihr diesen Aimbot gesehen von die... Leute. Das wird ein Fall von... in weiter Zukunft. Oh Mann, das nervt mich jetzt. Vor allem ist die letzte. Das ist eine Schönheit. Wir können gleich beide kaufen. Der Winterisierer, Mann. Ah Leute, wisst ihr was? Ich kaufe als erstes den Mr. Zorkon. Dann machen wir jetzt hier noch das. Das nach oben. Also komplett. Reichweite, beeindrucke deine Freunde, indem du Gegner aus der Ferne erledigst. Hinterfrage dann, warum sie von etwas so gemein so beeindruckt sind. So. Jetzt haben wir natürlich nur noch die Bomben hier. Was haben wir hier? Sprengbereich und Kernladung. Okay, wir machen als erst Kernladung. Es reicht sogar. Aufgerüstet. Was ist das? Haftgranaten. Sprengladung mit Zeitzünder. Nice. Hier würde mehr Raritanium rauskommen. Das wäre eigentlich auch noch gut. Ja, Leute. Eigentlich will ich damit auch den heutigen Stream beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Morgen um 2 Uhr nachmittags wird es wie gewohnt weitergehen. Also einfach hier weiterspielen. Ja, also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Man sieht sich das nächste Mal hier auf dem Dreamers Channel. Bye!